Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 24.08.2017 um 8 Uhr, nein, 9.36 Uhr. Ich habe einen Rat befolgt und mal mein Gesicht gewaschen in Form von Rasur. Hier und da ist es vielleicht noch ein bisschen rot, aber der Schandbart ist sozusagen weg. Ja, Schandbart. Kennt jemand das Wort? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, in DSA war das ein Thema bei Zwergen. Zwerge tragen ja immer einen Bart und wenn sie irgendwas verbrochen haben, hat man den Bart einfach so weit gestutzt, dass es richtig scheiße aussah, wie bei mir jetzt gerade. Und das war dann, glaube ich, ein Schandbart. Gefährliches Halbwissen mit Tarnis. Glaubt nicht alles, was ich sage. Lest es lieber nochmal nach. Ja, wie gesagt, es ist Donnerstag. Ich werde jetzt die nächsten 6 Stunden, glaube ich, streamen. Von 10 bis 12 ist Guardians of the Galaxy von Telltale, der dritte Teil, angedacht. Dann von 1 bis 3 machen wir ein bisschen Prey. Da ist es dann möglichst hell, möglichst viele Vögel, die draußen zwitschern. Da kann ich dann so ein Gruselspiel ertragen. Und von 16 bis 18 Uhr habe ich The Elder Scrolls Online auf dem Schirm. Da läuft mein ja, ESO Plus ab. Und da will ich nochmal einen Tag nutzen oder 2 Stunden dann in dem Fall, um entsprechend dann nochmal durch die Welt zu rennen und zu gucken, ob ich es vielleicht doch nochmal verlängere und weiterspiele oder ob ich wieder eine kleine Pause einlege. Wir werden es sehen. Ja, ansonsten, heute Abend geht es in die Sneak zusammen mit Julia und ja, wir schauen mal, was ja, heute gezeigt wird. Und vielleicht kein Horror. Wir hoffen ja immer noch auf The Hitman's Bodyguard, aber ich denke mal, das kommt nicht mehr in der Sneak. Wir haben ja auch Vorpremierenkarten für nächsten Mittwoch. Da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Samuel Jackson und wie heißt er denn? Wie heißt er denn? The Hitman's Bodyguard. Wie heißt denn der Darsteller? Naja, auch das kann man vielleicht mal googeln. Und ja, aber wie gesagt, heute Abend dann erstmal Sneak. Und dann gucken wir mal. Tom ist auch dabei. Er bringt noch jemand mit. So als Überraschungsgast. Wir sind also diesmal zu viert. Vier, ja. Und das geht irgendwann um 20 Uhr. Ja, 20 Uhr geht's los. Gut, dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Donnerstag. Wettertechnisch wird es heute, glaube ich, ein bisschen schöner als gestern. Die Eiszitadellen, Eiscreme, WoW, Hearthstone-Tour war eine kleine, wie soll ich sagen, Enttäuschung. Ich war gestern ja relativ spät erst dort, also um 9 ging es ja offiziell los. Ich war irgendwann kurz vor 10 da, 10 vor 10 glaube ich, und da war dann nichts aufgebaut. Und irgendwann um 10 kamen sie dann langsam, haben aufgebaut und irgendwann halb 12 war dann so langsam alles fertig und ich glaube um 12 ging es da erst richtig los, also 3 Stunden später als im Facebook-Event zumindest genannt. Um 12 saß ich ja schon wieder hier zu Hause auf der Couch und habe Brettspiele sortiert. Wer das sehen mag, kann sich das als Replay nochmal anschauen. Da gibt es, glaube ich, so ein Video. Gut, dann sehen wir uns vielleicht gleich beim Stream. Wie gesagt, dritter Teil von Guardians of the Galaxy. Und ich hole jetzt erstmal meinen Tee und esse noch eine Möhre oder sowas. Und dann geht es so langsam in den Spieletag. Also dann, eventuell bis gleich oder bis demnächst. Tschüss.